So, meine lieben Nasen da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video und wir haben heute was ganz Besonderes für euch und zwar schauen wir in den neuesten Patch rein. Es ist angekündigt für den heutigen Tag, also für den Freitag und es ist was richtig, richtig Geiles. Es ist für alle da draußen, denke ich, eine Erlösung, wenn es wirklich so kommt, wie es angekündigt ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie das auch durchziehen werden und natürlich auch das machen, was sie versprochen haben. Also, ich lasse euch mal kurz ein bisschen Gameplay laufen. Machen wir gleich mal hier ein bisschen Umschaltung. Blem. Und währenddessen werde ich kurz mal aufs Handy gucken, weil da habe ich es mir nämlich rausnotiert. So, Face ID ist nicht erkannt. Natürlich, weil mein Gesicht verdeckt wird hier. Ganz klar. So, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Hier. Und zwar... Der erste Punkt, den sie schreiben, ist Verbesserung der Stabilität auf allen Plattformen. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber gestern war es so, dass die ganze Zeit Serverwartungen waren. Vielleicht heißt das, dass die Tickrate nach oben gestellt wird und die Serververbindungen besser werden. Das wäre ja mega, mega Bombe, wenn das so wäre. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch cool, wenn diese Xbox One-Fehler endlich behoben werden und die Leute, die da draußen auf der Xbox One so krass viele Einbrüche haben, das wäre natürlich auch Bombe. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch geil, wenn die Stabilität wirklich besser wird, dass man einiges an den Servern merkt. Das würde ich mir natürlich eher wünschen, wie die ganzen Abbrüche. Das ist so, so eine Waage, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was ich mir da eher wünschen würde. Würde ich eher sagen, dass die Xbox Abbrüche gefixt werden oder die Stabilität der Server, dann würde ich eher sagen, die Server sollen gefixt werden, weil wenn ich dann mal spielen kann, dann sollte wenigstens flüssig laufen, aber keine Ahnung, wessen Prio da mehr wiegt, ob das dann meine persönliche ist oder die der Masse. Auf der anderen Seite soll es einige Fixes für den Multiplayer geben, das heißt, da sollen große Verbesserungen gemacht werden, wie zum Beispiel Waffenanpassungen und da ganz, ganz groß steht die 725 auf der Liste. Die Sniper-Shotgun, die jeder momentan spielt und man kann es nicht anders sagen, das Ding ist gut. Es ist zu gut und ich denke, die Shotgun hat ihre Berechtigkeit, also ihre Daseinsberechtigung, das war das Wort, was ich gesucht habe, aber nicht in der Form, wo es momentan da ist. Sie ist einfach viel zu krass auf Range, dass das Ding auf die kurzen bis, sag ich mal, mittleren vielleicht noch einen Hit macht, also auf den kurzen Distanzen auf jeden Fall killt, aber diese Schussrate, die war ja so, das ist ja zu krass, vor allem du kannst aus der Hüfte die Leute einfach wegsprayen, das geht definitiv nicht. Dann wird es wahrscheinlich auch noch Anpassungen von anderen Waffen geben, aber da gibt es noch keine genaue Liste, was das betrifft, aber stellt euch mal darauf ein, dass da Balancing stattfinden wird. Dann ganz, ganz, ganz großes Thema, Footsteps bzw. Schritte. Wenn ihr euch gedacht habt, das war's mit der Anpassung, die im letzten Patch drin war. Nope, man hat gesagt, man möchte das Ganze noch besser machen. Und ich finde, bitte, liebes Call of Duty Team, liebe Entwickler, patcht die Callouts. Ich möchte nicht, dass ich mich an jemanden ransneake und mein Charakter dann sagt, da vorne stehen Gegner! Was bringt mir das? Dann weiß der Typ doch, dass ich da bin. Das will ich nicht. Dann sagt er das vielleicht über Funk, über sein Headset so. Habe einen Gegner gesehen. Alles gut, alles fein. Das soll aber der Gegner nicht hören. Ich habe so oft Killcams, wo der Typ sich umdreht, weil mein Typ irgendwas sagt. Oder genauso wie dieses Thema, er lädt nach. Hey, das sind alles Soldaten. Verdammte fucking Soldaten. Ein Soldat würde niemals, keine Ahnung, ich bin kein Soldat, aber wenn ich ein Soldat wäre und ich würde jetzt auch mal behaupten, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass das stimmt. Ein Soldat würde sich niemals im Kriegsgebiet gegen andere Gegner anschleichen, an die hinter denen stehen, zwei, drei Gegner um die Ecke bringen, dann nachladen und dann ganz laut schreien, ich lade jetzt nach, damit es auch jeder weiß, dass der Typ jetzt auf jeden Fall da ist und immer noch an der gleichen Stelle steht. Nein, das würde er nicht machen. Ich hoffe das nicht, dass die ganzen das da draußen nicht tun. Keine Ahnung, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, Fußschritte werden angepasst. Dann auf der anderen Seite ein ganz, ganz nerviges Thema, Claymores. Ich habe so häufig das Gefühl, ich sterbe durch Claymores.
Alles fein, die Claymore an sich, gegen die habe ich nichts, aber sie ist zu stark. Der Radius ist zu groß. Man muss den Radius ein bisschen runterschrauben. Ebenfalls muss man es möglich machen, an den Claymores irgendwie vorbeizulaufen, wenn die nicht optimal platziert sind. Ich denke, und deswegen habe ich auch noch kein Video dazu produziert, ich glaube, die Claymore ist eine super Möglichkeit, um Objectives zu bewachen, um taktisch zu spielen, wenn man zum Beispiel ein 1 gegen 5 oder so spielen muss oder 1 gegen 3 und wenn man sich gegen mehrere Gegner verteidigt, ist die Claymore top, um gewisse Objectives zu bewachen etc. pp. Ihr wisst das alles. Aber ich glaube, die Claymore muss einen gewissen Radius haben, der fair für alle ist. Und genauso habe ich das Gefühl, man schießt von hinten auf die Claymore und der Radius trifft einen selber. Habe ich schon so häufig gehabt, dass ich von der Seite gestorben bin, weil irgendjemand auf eine Claymore geschossen hat. Kann nicht sein. Aber das wird angepasst. Und Freunde, glaubt's mir, noch eine geile Neuigkeit. Zwei, ihr habt richtig gesehen, zwei neue Karten. Und das ist schon mal cool, das ist die richtige Richtung. Und wir schreiben, glaube ich, jetzt sind's nicht mal zweieinhalb Wochen nach Release und es gibt schon zwei neue Karten. Das heißt, man hört auf die Community, was auch sehr gut ist. Ich denke, das ist für alle da draußen ein gutes, gutes Zeichen und ich glaube auch, dass sie auf die Community hören werden. Jetzt, zu guter Letzt, würde ich mich natürlich noch freuen darüber, wenn sie schreiben, wir haben das Thema Skill-Based Matchmaking angepasst, weil ich persönlich habe keinen Bock, die ganze Zeit gegen Schwitzer zu spielen. Ich mag die Herausforderung. Ich bin ein Spieler, ich würde gerne Ranked spielen. Denn Ranked-Modus gegen gleichwertige Gegner auf KD scheißen und einfach sagen, let's fetz, wir spielen gegen gleichwertige Gegner nur ums Objective. Aber das funktioniert in Call of Duty nicht. In Call of Duty Casual funktioniert das nicht. Wenn du nur Schwitzer hast, nimmt keiner B ein. Ich bin so häufig am Rennen auf B, schmeiß eine Smoke, dann sind 5000 Leute, die dich wegsnipen, campen und du hast keine Chance, was zu tun für das Objective. Funktioniert nicht. Keiner spielt fürs Objective. Ich sehe so viele Leute, die Screenshots auf Twitter posten, was für tolle Hechte sie sind mit 70 Kills im Bodenkrieg. Und dann schreiben sie, yeah, I'm the best here, look at my gameplay, yeah, super toll, I'm the best of the world. Weißt schon so, ne, hier so Arnold Schwarzenegger mäßig einen raushängen lassen. Aber dann siehst du das Scoreboard, dann siehst du da Objectives, also wie viel Flaggen eingenommen worden sind. Und dann siehst du Zero, Nixe beispielsweise oder eine. Und dann drei verteidigt oder so. War absolutes Objective gespielt. Ich glaube, solche Leute, wenn du in Battlefield hättest, die würden niemals oben stehen. Ich bin mir sicher, dass Leute, die bei Battlefield viele Kills machen und viel fürs Objective spielen, ihre Teammates supporten, die stehen oben. Und ich glaube auch jemand, der zum Beispiel Medic bei Battlefield spielt und nur Leute revived, kann ein besserer Scorer sein, als jemand, der nur Kills macht. So, das war's an der Stelle. Drückt bitte den Abo-Button, wenn ihr ein Sanitärer da draußen seid und die Leute revived. Ansonsten sniped auf jeden Fall die Glocke. Nicht vergessen und drunter kommentieren bitte. Das hilft unter jedem verdammten Video, auch wenn ihr nur drunter schreibt Hi. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! Yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.